Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sterben um zu leben Box von Falco. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sterben um zu leben von Falco. Wir haben hier eine relativ ungewöhnliche Box vom Format her. Und bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier limitierte 3-CD Fanbox inklusive Sterben um zu leben T-Shirt in der Größe L, Falco Pin, Instrumentals und Falco Originalsongs. Das Collabo-Album mit Contra K, San Diego, Sido, Hayes, Alias, Chelo und Abdi, Nazar und vielen mehr. Gut, nachdem wir diesen Infosticker zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Und zwar schneiden wir das Ganze dann einfach hier mal unten auf. So. Wie gesagt, das Format der Box relativ ungewöhnlich. Habe ich in der Form noch nicht gesehen. Wir haben hier eine schwarz-rote Box und hier diesen Vogel abgebildet. Sterben um zu leben, lesen wir hier unten in so einer speziellen Schrift. Also das Ganze hier so speziell aufgedruckt, man sieht das Ganze hier im Licht am besten. Sterben um zu leben. Und oben lesen wir dann Falco in goldener Schrift und dann in weiß Sterben um zu leben. Das Ganze in schwarz und rot gehalten, zieht sich hier vom Design so durch. Hier oben auch nochmals Falco in dieser glänzenden Schrift und hier auch nochmals Sterben um zu leben Falco. Auf der Rückseite auch wieder Sterben um zu leben. Zweimal, einmal oben und einmal darunter wieder in dieser glänzenden Schrift. Und dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. Gut, es ist mittlerweile mehr als 20 Jahre her. 1998 hat der gute Mann Falco sein Leben gelassen bei einem Autounfall und jetzt zu seinem, ja, mehr oder weniger 20. Todestag im Februar, am 6. Februar 1998 war das Ganze, hat man nun das Ganze neu aufgelegt, also seine größten Hits, und diese wurden dann neu interpretiert von deutschen Rapgrößen. Wir haben hier einmal die Bonus-CDs, kommen wir noch im Detail dazu, dann das Album an sich, das Shirt und dieser Ansteckpin. Eine Klappbox und das Ganze innen weiß. Machen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem Album, Pin und Shirt noch verpackt sind, werden wir das mal aus der Folie holen. Vielleicht noch ganz kurz etwas zum eigentlichen Interpreten, zu Falco selbst. Ist ja bekanntlich aus Österreich. Und was mich besonders freut, dass er als einer der, wenn nicht sogar der Begründer des deutschen Rap gilt, als Gottvater, als Gründungsvater des deutschen Raps. Denn der gute Mann hat schon gerappt oder Rap-Hits abgeliefert. Da haben die meisten der heute existierenden Rapper oder Rap-Stars entweder noch in die Windel gemacht, beziehungsweise waren noch gar nicht gezeugt. Deswegen auch in meinen Augen vollkommen verdient dieser Hype oder dieser Status als Deutschrap-Gründungsvater. Ich selbst ein großer Falco-Fan und ich habe es gerade auch in meinem Umfeld mitbekommen. So, dass es da natürlich zwei Meinungen gab, oder was heißt zwei, viele Meinungen zu diesem Release, zu diesem Album, von wegen, dass man das nicht dürfte, dass man ihn in Ruhe lassen sollte und dass man Falco nicht anfassen dürfte musikalisch, hin und her. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ganze etwas lockerer. Natürlich ist es so eine Sache, nach dem Tod eines Künstlers da irgendwie damit noch Geld zu verdienen, aber ich finde es in dem Fall gut, denn
dadurch, dass jetzt deutsche Rapper, die jetzt aktuell angesagt sind, die der Jugend ein Begriff sind, diese Sachen wieder aufgreifen, finde ich das Ganze gut, denn so werden die Sachen irgendwie wieder aufgefrischt und viele junge Leute, die vielleicht gar nichts mehr mit dem Namen oder mit den eigentlichen Hits von Falco anfangen können, werden somit eventuell wieder auf den Geschmack gebracht. Also ich finde das Ganze eher positiv und gut. Ja, wir fangen mal an mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier wieder der Vogel abgebildet. Falco, Sterben um zu leben, lesen wir auch wieder hier. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir Falco, Sterben um zu leben. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben in diesem Fall 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben, wie gesagt, jede Menge hochkarätige Features bzw. Interpreten aus dem deutschsprachigen Rap. Wir haben hier einmal Contra K, Sido, San Diego, Chelo und Abdi, Nico Nuevo, Haze, Chuglas und Rio, Zugezogen Maskulin, Alias, 3 Plus, Nazar, Omic K und Frauenarzt. Also 12 Tracks mit jede Menge hochkarätigen Interpreten. Dann das Booklet sieht so aus, Sterben um zu leben, Falco, auch hier wieder dieser Vogel abgebildet. Dann haben wir hier die Informationen zu den einzelnen Tracks, also hier die Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat etc. und auch wie das natürlich im Original war. Dann hier eine Abbildung der Legende, Hans Hölzel aka Falco. Dann weitere Tracks. Und dann hier noch zum Abschluss eine Danksagung. Größter Dank geht raus an Falco. Und dann hier noch die weiteren Leute, die an dem Album beteiligt waren. Gut. Dann machen wir das Booklet mal wieder rein. Dann haben wir die Album-CD. So sieht die aus. Auch hier natürlich wieder der Vogel abgebildet und darüber Album-Interpret plus Album-Titel. Und auch hier wieder sieht uns der Vogel an. Dann haben wir die Bonus-CDs. Diese kommen hier in so einem speziellen Case, also habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Digisleeve und Digipack, aber gefällt mir auf jeden Fall besser als ein reines Digisleeve, weil das hier wirklich etwas schöner ist, etwas stabiler, hochwertiger wirkt und wir haben hier eben zwei CDs verstaut. Auf der Rückseite haben wir einmal die Credits zu den Originalen. Also wir haben hier zwei CDs drin und zwar haben wir einmal die Instrumentals, 12 Tracks und dann haben wir hier auch nochmal 12 Tracks und das sind in dem Fall die Originale, also Falco in der Urversion 12 Mal ohne Beteiligung der deutschen Rapper. Und zwar sieht die Original-CD so aus. Originale lesen wir hier und dann haben wir natürlich noch die Instrumentals und diese sehen dann so aus. Schön gemacht, wie gesagt, ungewöhnliches Cover, ungewöhnliche Hülle, aber macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Und hier an der Seite lesen wir auch nochmals Falco, Sterben um zu leben. Gefällt mir gut. Dann haben wir einen ungewöhnlichen Inhalt. Und zwar haben wir hier so eine quadratische Anstecknadel. Auch hier haben wir wieder in Schwarz und Rot diesen Vogel abgebildet und dann in weißer Schrift Falco zu lesen. Das Ganze hier in Gold gehalten. Das kann man dann hier festdrücken und dann diese Schutzkappe abnehmen. Dann hat man hier so eine goldene Nadel und die kann man sich dann je nachdem an den Anzug oder wo auch immer man möchte festmachen. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir dann ein Shirt und das gefällt mir extrem gut.
Und zwar haben wir hier auch einmal ein schwarzes Shirt, aber natürlich auch wieder der Vogel hier in schwarz und rot abgebildet. Und dann lesen wir hier Sterben, um zu leben und darunter noch Falco. Schwarz, rot und weiß. Meine absolute Lieblingsfarbkombination. Das kann man echt lassen. Sieht mächtig aus, das Shirt. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das Shirt in schwarz mit dem roten Kopf dieses Vogels hier aufgedruckt. Und darunter lesen wir dann Sterben, um zu leben, Falco. Gefällt mir vom Design, wie gesagt, richtig gut. Schwarz, Rot und Weiß, absolute Top-Kombination. Kann man in meinen Augen gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann diese zwei Bonus-CDs und zwar einmal die 12 Tracks des Albums im Original von Falco und natürlich die 12 Instrumentals. Dann haben wir hier diese Pinnadel, diesen Anstecker quadratisch. Und natürlich das Album an sich im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Sterben, um zu leben von Falco. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Falco unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.